Aufnahme. Hallo und willkommen bei unserer neuen Aufnahmesession von Wer weiß warum? Wer weiß nix? Ja, oder wer weiß nix? Oder nachhaltiges Bauen im Zombieland. Also da wächst irgendwie ein Baum bei uns in der Base. Oh. Na, knapp dran vorbei. Also er ist tatsächlich noch legitim, oder? Nee, er steckt drin. Nein, er wächst doch in die Platte. Aber nur eine einzige. Also von daher. Ah nee, hier ist auch noch ein Baum durchgewachsen. Also offensichtlich ist das Spiel nicht darauf programmiert, dass hier oben was ist. Dass hier was steht. Ja, da ist noch ein Baum. Also drei Bäume sind durchgewachsen. Müssen wir die fällen? Nein, das sieht doch cool aus. Außerdem beim nächstbesten Brand. Flammenwerferattacke brennen die doch wunderschön. Ja, und damit auch die Base. Wenn noch Pfeile aus Holz sind. Ne, hier ist nichts mehr aus Holz. So, ich überlege gerade, muss ich noch irgendwas mitnehmen? Ich glaube aber nicht. Höchstens was loswerden, weil ich von der Zombie-Nacht noch das Material in der Tasche habe. Der Olli meinte übrigens, da müssen wir uns auch mal drum kümmern, da hat er nicht ganz Unrecht, er sagte so, warum habt ihr immer noch nicht alle Waffen auf im höchsten Level hochgelevelt? Theoretisch haben wir, also alles bis 8 habe ich. Ich habe ja, ich habe erst bis, ich habe eine bis 7. Und zwar nur den Baseballschläger, den Rest habe ich, also Ambrus gar nicht. Die AK habe ich auf Level 2, das Messer auf Level 2, sonst habe ich nichts. Also bis Level 8, glaube ich, könnt ihr sowieso alles hochleveln. Also so viel Zeug haben wir. Für das andere brauchst du dann Eule und, wer ist das andere nochmal? Adler. Und dann würde ich das dann, wenn wir wieder auf dem Weg zurück sind, quasi vor der nächsten Zombie-Nacht, werde ich das dann mal machen. Und wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann spreche ich dich an. Als Waffenmeister. Ich dachte, ihr hättet schon alles. Nee. Ich habe quasi mich nicht mehr angebiedert, weil ich dachte, irgendwie, irgendwann wird man das schon erwähnen, dass man was aufrüsten könnte. Und, ja. Hab mich nicht dann wirklich noch drum gekümmert, muss ich einfach mal so sagen. Ist dann irgendwann unter ferner Liefen gewesen. Ich rede die ganze Zeit mit euch und ihr hört's mir nicht. Nee. Nee, nein, wir haben dich nicht gehört. Wir haben dich nicht ignoriert, wir haben dich tatsächlich nicht gehört. Max? Die Benzinmaschinen bitte auffüllen. Max? Was? Diese, wie heißt denn die schon? Max? Die Fördermaschinen auffüllen. Max, bist du noch da? Nein, ich bin weg. Max? Es reicht. Na, schade, ist ja schon gut. Was wollen wir auffüllen? Diese Fördermaschinen, die Pumpen. Förderpumpen, die können auffüllt. Weil dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Öl, ne? Ja, ich für gucken, die Flammenwerfer, das sollte man nur mehr machen. 20 Wartungsfritz habe ich noch. Wartungsfritz? Was ist ein Erwartungsfritz? Wartungskit. Ja, wir brauchen aber Dinge. Was brauchen wir denn da noch? Braucht man da noch was? Nö, eigentlich, ich glaube nicht. Also ich wüsste nicht, dass irgendwas ausgegangen wäre. Wir brauchen eigentlich nur rüber zu laufen und loszulegen. Okay, schauen wir mal, wenn der Leben wieder zurückkommt. Ja. Mal gucken, wie viel Öl wir jetzt noch haben. 146. Öl oder Benzin? Stimmt, Benzin. Das ist einmal füllen und das ist in 10 Minuten gar. So sieht's aus. Oder so. Das kann auch eine halbe Stunde sein, aber es ist auf jeden Fall schnell weg. Mhm. Der Lea hat das jetzt gestartet, wunderbar. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen was. Oh. Nimmst du das bitte leer, das Fell? Und dann kannst du nämlich auffüllen.
Achso, hast du sie gemacht. Gut, geh mal. Hier stand auch noch irgendwo eine Falle, das weiß ich. Aber wo die hin ist? Da herum ist die. Gefallen. Achso, du meinst zwar. Kleines Fleisch, meinte sie. Ach, da ist schon wieder was drin. Unverschämt. Ui, Eisen. Ich hab, da schau ich schon. Wurde ich schon. Ich kann nichts farmen, gell, weil ich hab mein Inventar voll. Wieso hast du denn dein Inventar voll? Ja, ich trage was zur Base. Hallo, wir brauchen Material. Hallo, hallo? Meinst du? Hm? Ja, wenn du es meinst. Download abgeschlossen. Imperial Galactic Survival. Schon längst passiert. Was? Cool. Ja, ich habe das neue Spiel für Mittwoch schon mal runtergeladen. Ne? Und für alle, die es interessiert, ab Mittwoch gibt es ein... Das heißt, für euch ist es dann schon die zweite Folge, wenn ihr reinschaut, die zweite Aufnahmesession. Mittwochs jetzt immer auf Twitch Imperial Galactic Survival. Oh, das wird super. Jawohl. Ich muss es noch kaufen. Du hast es noch gar nicht. Nee, du musst mir noch Geld zahlen. Hä? Ich hab dir doch gesagt, zieh es von meinem Taschengeld ab. Das hab ich schon nicht bekommen. Noch immer nicht. Nein, die 25 Euro habe ich noch immer nicht bekommen. Das war doch schon Thema letzte Woche hier an dieser Stelle. Nein, ich meine das von letzter Woche. Ach so. Das hast du nicht mal abgerechnet. Doch, abgerechnet habe ich das. Habe ich ja gesagt, du kriegst 25 Euro. Ja, jetzt krieg ich Anja, noch 5. Anja hat erlassen, dass ich nichts abziehen soll. Letzte Woche. Ja, ich habe ja auch alles gemacht. Jo. Nee, hat sie nicht, aber ist egal. Klar. Nee. Kochen hast, bist du doch geflüchtet, weil du dich mit Mama nicht vertragen hast. Das ist ja wohl nicht meine Schuld. Das hat sie auch gesagt, deswegen sollte ich sie auch nicht abziehen. Ich sah es anders, aber ist okay. Ich bin mal gespannt, wie du dann zukünftig, wenn du im Beruf bist, deinem Chef erklärst, wenn du dich mit ihm gestritten hast und sagst dann anschließend so, ich bin halt nicht schuld, dass sie sich mit mir streiten. Es ist sowieso immer der Chef schuld, hallo. Ja, eigentlich so gesehen hast du recht. Ja. Das ist eigentlich nichts Neues, wenn man einfach mal so drüber nachdenkt. Ja, eben. Versuchst du nicht zu klettern, ne? Ja, die kommt da nicht auf. Also es gibt Wände, wo du hochklettern kannst, wenn du einigermaßen einen richtigen Winkel erwischst. Ja. Aber meistens geht's eher schlecht als recht. Ja. Einfach an Dirk noch. Ich bin oben. Wir in Österreich sagen, der Kurs noch. Hallo, Bär. Das war daneben. Ihr wart daneben geschossen. Kommst du klar oder brauchst du Hilfe? Ja, nee, ist klar. Ist schon kaputt. Das haben wir mit Feinden. Lass mich raten, Alea hat auch alles auf 8. Nein, ich hab 7. Okay. Ich hab 6. Sehe ich schon, ich bin der einzige Idiot, der das nicht hat. Ja, du bist ja der Verantwortliche, du delegierst ja. Ja, eben, deswegen. Du bist ja ich fühle mich jetzt gerade als Verantwortlicher gemobbt. Warum? Oh. Dirk hatte letztes Mal gefragt, also um 1 auch aufgewertet hatte. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, mach erstmal alle Ehre und dann kannst du ja meine machen. Weiß ich noch. Und da hatten wir kein Zeug mehr für. Du, jetzt müssen wir. Ja, weiß ich, ich weiß. Ich weiß noch. Ja, der mal mit. Der Major trinkt, ja. Dumm, warum ist die Banane krumm? Das liegt etwa, das hat etwas mit Sonneneinwirkung zu tun. Ach, der Marker ist ja gar nicht mehr da. Weil der Affe da drüber gerutscht ist. Die alte Sau. Was Ritzen ist da? Wo ist der Affe rübergerutscht? Über die Banane. Ach so, okay. Mhm. Ja. Nein, weil wenn sie nicht krumm wäre, sie keine Banane wäre. Das kann man so nicht sagen. Das hat aber eine gewisse Logik. Wo war die blöde Polizeistation nochmal auf der Karte? Ah, ich markiere jetzt einfach irgendwas. Warte ein bisschen. Wenn ich es markiere, nutze ich nichts, gell? Nee, kann leider nur du sehen.
Wo ist denn das? Ist es da? Nee. In der Stadt. Halt. Brauchst du eigentlich nur bis in die Stadt runter zu laufen? Wir müssen jetzt dann noch links. Also euch auf. Wenn ihr das richtig im Kopf habt. Ja. Ich hab einen Zug, gell? Oder Flugzeuge. Schluckzeug. Ein Schluckzeug, ja. Die schluckt das Zeug. Das hat man doch eben noch das Thema 100 Mal. Das ist ja ein anderes Schluckzeug. Zapperlot. Zapperlot, hey, jetzt können Sie gar nicht mehr zurückhalten. Ja, ich kann mich jetzt gar nicht mehr konzentrieren. Ja, das dachte ich mir. Du hast schon zittrige Hände. Du hast hier schon. Das ist schon Beutel unter den Augen, ne? Du weißt ja, was dicke Tränensäcke sind, ne? Nee, wofür? Das ist, wenn die Hoden vollgelaufen sind. Ups, ich frage nur noch, ich depp. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht, warum fragt er gerade? Hätte er jetzt wunderschön ausbremsen können, den blöden Witz, aber nein. Ja, ich hab's wirklich nicht gewusst. Es passiert mir ja nicht. Ja, ja. Man meinst du, wie blöd das ist, wenn man sich dann unter den Augen auf die Tränensäcke drückt? Yep. Ja. Ja. Kannst du gerne mal bildlich vorstellen. Ich bin doch, kannst du gerne mal probieren. Kannst du gerne mal probieren, genau. Nö. Mhm. Vielen Gruß an Köln an dieser Stelle mal wieder. Es ist irgendwie bemerkenswert still hier, ja, das habe ich auch gerade gedacht. Das ist hier, ich sehe nicht einen Zombie. Hab einen das gehört. Ist Zombie-Time, not this way. Nein, das war ich. Was? Du magst. Da ist es. Ja, guck mal, ohne was zu markieren oder so, direkt gefunden, hast du das gesehen? Ja, du hast dran gepinkelt. Wir werden aber da eine Flagge hissen. Nee, der, ich glaube, der Dirk hat dran gepinkelt, deswegen hat er das gefunden. Lecker. Ich sagte nicht, dass es geschluckt hat. Ich sagte, er hat es markiert. Na, ihr seid ja. Na. Ich finde das echt schön, was ihr da so erzählt. Ja, na. Nee, was kenne ich dafür, wenn da wieder solche Sachen draus gemacht werden? Ich sag markieren und dann sagt der Nächste, na lecker. So ist weit, weit denke ich nicht mal wie du. So. Das ist doch gut so. Ich nehme jetzt mal mehr. Nein, ich nehme jetzt gar nichts. Ich nehme gar nichts. Ich gehe einfach wieder nach Haus. Ja, es ist Zombie-Nacht. Jetzt ist Zombie-Nacht und wortende Nacht. Wir haben jetzt einmal. Oh, wir haben keine Ranken mehr hier, sehe ich gerade. Ja. Wie kann das denn sein? Ich hab noch ein paar Ranken. Ja, dann gib es zu mir, dann mache ich nämlich noch mehr. Schmeiß da einfach hin. Ich mach ja hier. Haben wir Seile? Seile haben wir. Seile haben wir. Ich weiß ja nicht, wie das passieren kann, dass wir keine Ranken hier haben. Wir haben doch noch Ranken. Da ist dann der 170. Wo habe ich da durch übersehen? 170. Ja, die habe ich gerade da reingelegt. Ach so. Weil die habe ich eben gesammelt. Der Dirk hat immer Ranken auf die Kralle. Ach, quasi. Da ist ja unser vermisster Zombie. Das müssen wir zumachen. Wie ein Zombie? Ah, schön, das müssen wir feiern. Los, laden wir ihn zum Grillen ein. Der nächste kommt. Hey, nicht alle auf einmal auf einen Zombie, ja? Lass dem Mann doch ein bisschen, Frau doch ein bisschen Raum. Sie hat schon Arm ab. Halte Schnauze. So. Und noch einer. Komm, der will auch spielen. Sag, ihr seid so. Man merkt so richtig, wie froh ihr seid, nochmal einen Zombie zu treffen. Ja. Juhu! Blute! Los, Blute! Ja! Schön machst du das! Machst du ein bisschen Winkelmann gerade. Sehr schön. Oh, zwei. So, theoretisch können wir jetzt bauen, ne, Max? Ja. Lass den mal da spielen. Lass ihn mal da spielen. Dirk, machst du mir ernst, dass du mal bitte da drei
Blöcke, also Blöcke bauen, also zwei Wände und eine Tür, dass die nicht jedes Mal raufkommen. Ich kann gucken, ob ich bauen kann. Oder so, ja. Weil ich auch gar nichts habe. Hast du nichts? Ja. Mauern kann ich nicht bauen, ich habe keine Seile. Baust du mir genau okay, vor die Nase, es. Papa. Entschuldigung. War keine Absicht, obwohl jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ich bin mehr der Reparierer hier. Bist du der Reparateur? Was brauche ich denn? Ich brauche Holz und Nägel. Der Reparateur, der hat es manchmal schwer. Es ist wieder Ingenieur. Alles ist Wand kaputt. Haben die Jungs und die Mädels ja kaputt gekloppt, ne? Die Säue. Ja, ihr zwei. Ach so. Nee, wir haben gar nichts gemacht. Wir waren nur picknicken. Alles kaputt gemacht. Was? Nein! Ich finde, das ist infame Lüge hier. Genau. Hehehehe. Steht schon gut. Ronny, du kannst dir dabei mal Gedanken drum machen. Den habe ich doch gar nicht gefällt. Okay, ja? Den habe ich von oben gefällt. Zum Befüllen. Achso, für den Weg von oben zu befüllen. Jo. Ich glaube, da müssen wir erst noch ein paar Fallen aufstellen, damit man halt sieht, wie es wird, bevor man das machen kann. Aber gerne, mache ich gern. Hast du dran gedacht, da auch noch Weg für uns freizulassen? Doch, doch, von dem Rimmer ist gerade leer. Nein, ich meine hier ganz außen. Du kannst ja einfach wieder, wo du gerne, wo dann, ich weiß, dass ich irgendwas letztes Mal diskutiert habe, von wegen, wo dann ein Weg dann durchführen soll und so weiter und so fort. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht verstanden, wo. Halt. Wo was da drum führen? Da hast du deine Wände. Deswegen, ich weiß nicht, wo die hohlen Dinger hingehören. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Hallo? Das wollen wir jetzt nicht sagen, wo die hohlen Dinger hinkommen. Hier raus? Was ist denn das? Ich komme da gar nicht mal. Ganz da hinten durch eine der freien Dinger raus. Ah, okay. Oder einfach von Wand zu Wand springen. Alles klar. Oder vom Auto aus, ne? Oben drauf springen. Okay. Ja, ihr müsst mir sagen, sonst müsst ihr halt da, wo ihr hohle Dinger haben wollt, dann müsst ihr halt abreißen, ne? Ja, hohle Dinger wollen wir nicht haben. Mir ist lieber, wenn die Leute selber denken können. Ja, das finde ich allerdings auch, da hast du recht. Ich finde es auch schlimm, wenn dann so Silikonimplantate platzen und es werden zu hohlen Dingern. Dann bitte wäre eine Werkbank. Haben wir Werkbank? Haben wir keine, gell? Nee, Werkbank und so haben wir alles nicht hier. Wir haben ja nur Fertigteile hier. Nee, wir brauchen eine Werkbank. Wozu brauchst du denn eine Werkbank? Was vermisst du denn? Wir haben kein Holz. Doch. Nee, wo? Klar. Zeig mal's. Hier. Gib mir's raus. So, ich soll dir was rausgeben. Ein Euro. Na, Holz. Ja, aber wofür kannst du ja auch nicht? Da ist Holz. Holz. Wie viel Holz brauchst du denn? Holz. Ist Holz? Ja. Tatsächlich, das ist viel zu wenig. Ja, ich habe noch viel mehr hier. Wirklich? Ja, natürlich, ich habe doch Massen auf Lager produziert, du. Okay, passt schon, danke. Ich hab's noch nicht angeschaut. Bitte. Also ich meine, irgendwann wird das natürlich schon verbraucht sein, aber. Nee, das glaube ich nicht. Normalerweise sollte aber jetzt für die erste, wenn jetzt anfangen zu viele Maschinen zu stehen, dann werden wir sicherlich mal mehr brauchen, aber für die erste Phase sollte eigentlich genug da sein. Ja. Sehr gut. Der hast du gut gemacht. Ich sammle ja schon mal die Steine und so auf, ne? Und die Bäume mal fällen, die hier rumstehen. Steine waren, glaube ich, wichtig. Ja, ist eigentlich wurscht. Ja, zum Reparieren? Da hat man nämlich gar keine mehr. Ja, also die kleinen anderen Lager, ne? Ja, Nägel haben wir ja auch, gell? Nageln können wir auch, ja. Wir können nageln. Ey, ja. Ich kann jetzt nämlich nicht nageln. Bist du ein Notnagel oder was? Nein, Nähnagel. Okay. Ein Nähnagel. Nähnageln, weil ich keine Nägel mehr habe. Ich kann nicht. Er kann nicht nageln. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ja. Hast du?
Hast du verstanden? Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich das total blödsinnig hier baue oder ob und der Max gleich mit mir schimpft, so wegen was für einen Schwachsinn ich hier machen würde. Aber ich baue jetzt gerade einfach auf mich zu. Schau mir das jetzt an, was wird das? Das ist, glaube ich, der längste Way of Torture, den ich jemals gebaut habe. So, ihr habt das aber eh erklärt, gell? Ja, ist immer genau so mit einem Ding Abstand, weißt du? Bus ist geil da drin in der Firma. Das ist immer mit einem Abstand, weißt du? Und da kannst du überall kannst du diese Pendel drüber bauen. Alter Schwede. Ja, aber schau mal, wie ich die Pendel baue. Ja, aber weiß auch. Ich. Naja, so viel Fallmaschine kannst du gar nicht produzieren. Ja, ist doch egal, dann bleibt halt ein Teil des Way of Tortures dann leer. Aber ich meine, kann ja nicht. Wie sieht das denn aus? Ach, du Scheiße, in den Filmen? Das ist ein Labyrinth. Wenn die dazwischen durchlaufen, weiß ich aber nicht, ob die Zombies da hinten finden. Das weiß ich auch nicht, aber das werden wir ja dann feststellen. Alter Schwede. Das ist ein beschissenes Labyrinth. Das ist geil. Könntest du bitte fucking sagen, damit das auch. Fucking crazy Labyrinth. Aber nur um mal darzustellen, wie viel Holz wir haben, ja. Also von daher. Okay. Gut, wir hatten keine Ranken mehr, das gebe ich ja zu. Ja, ich bringe gleich wieder welche mit. Ja, ich bin deine Ranken auch immer am Benutzen, so ist nicht. Die brauchst du ja eigentlich. Ja, 40 Fallmaschinen haben wir ja, habe ich ja gemacht auf Lager. Ja, brauch nur mehr so viel. Und nur mehr. Ja, schon alle weg. Kann ich ja dann, wenn ich in der Base wieder bin, machen. Gar kein Ding. Wieso ist der jetzt tiefer? Hallo? Was ist denn da los? Alea? Du Aloch. Hey! Ich hab doch nur da rumgestanden. Ja, ja. Wie, du hast nur rumgestanden? Holzbrett. Und du musst eventuell was tun. Was blockiert. Aber dieser Innenhof ist wirklich ideal. Der passt also, der passt auch hier in der Breite. Genau, dass das diese. Oh, jetzt noch einmal hier längs und dann nochmal zurück. Nee, das ist lang. Lass. Es ist sinnlos rausgeschmissen. Na gut. Das ist ein Labyrinth. Ja, bau da ein paar Durchgänge noch ein und du findest niemals mehr zur anderen Seite. Das könnte passieren. Ja, aber dann haben wir ein vernünftiges Labyrinth. Wir müssen mal ein Labyrinth bauen. Und da ist bestimmt auch so ein kleiner Wurm, der dann sagt, ajo. Ajo, ajo. Was für ein Wurm, Dirk? Wo bist du gerade vom Thema? Ein Wurm, der ajo sagt. Kennt der nicht? Ich kenne einen Film, wo ein Wurm und ein Labyrinth vorkommt. Ja, genau. Das ist so ein bisschen älterer Film schon. Ja, genau. Das Labyrinth. Ja, das heißt auch, glaube ich, so, ja. Und da ist auch so ein Wurm, der sagt, ajo, wer bist du denn? Also ich kenne das nur, also dass man schon mal über mich so redet halt. Das Labyrinth. Es ist ein anderes Rind. Wie viel braucht er noch an? Ich habe jetzt 53 nochmal an. Wie heißen sie nochmal, die komischen Dinger? Ranken. Genau, Rankenäste. As many you can get. As many as you can get. You can get it as you wanted to get. Oh, I'm on, lieber Dirk. So, Seile. Wir haben keine Seile mehr. Eisen. Natürlich haben wir noch Seile. Naja. Ich glaube, der macht das absichtlich. Der will einfach nur, dass ich denke, oh, ich habe irgendwie Scheiß gewirtschaftet, weißt du? Ja, 40 Seile haben wir noch. 400 Seile drin oder so. Ihr könnt doch keine 400 Seile in 10 Minuten verbraucht haben. Doch. 7 habe ich gefunden. 7. Wir brauchen noch Zahnseide. Tanzseide. Zahnseide ist ein Tanz. Zahnseide? Das ist kein Tanz. Und Eisenbahn. Und Eisenbahn. Eisenbahn. Eisenbahnen, genau. Eisenbahnen. 7.
Wieso ist was? Wir haben einen Eisenbahn. Also hier vorne macht das nicht kaputt. 16. Waren alle Seile drüber? Habt ihr diese? Hier. Einmal 99. rausschmeißen. Och, jetzt schmeißt er das nicht raus. Egal, dann machst du halt so. Wir haben 1, 2, 3, 5 Stacks Seile noch. Und wie viele Eisenbahnen haben wir? Wie viele Eisenbahnen? Eisenbahnen. Ich hab noch nicht gefunden. Eisenbahnen. Ich sehe Stein, sehe ich jede Menge. Auch Steine. Nee, wir haben tatsächlich keine Eisenbahnen mehr. Haben wir denn genug Eisen gehabt? Nee, ne? Ne, mehr Eisen. Ich habe alles Eisen verbraucht. Mehr war nicht mehr da. Ich habe Eisenerz mit, Freunde. Ja, aber was da brauchen wir ja hinten an der anderen Base. Also es bringt ja nichts, sonst haben wir da nichts, ne? Na, wieso? Eisenerz haben wir ja. Und wofür braucht man dann die Eisenbahn in der anderen Base? Zum Reparieren. Ah ja, stimmt da wieder. Ne, also du kannst ja nicht alles verbrauchen, ne? Das ist leider einfach, leider so. Da. Du brauchst denn so viel Eisenbahnen? Ich bin irritiert. Okay, ja, jetzt diese... verstehe ich es. Was denn? Ja, ich habe die Fallenanzahl gesehen. Hatte ich ja gesagt, für die Fallen hatte ich keine Eisenbahn auf Vorrat gebaut. Also das kann gut sein, dass du dann irgendwann leer bist, klar. Ja. Weil ich habe nur für die Wände und sowas alles. Und da brauchst du ja, da wir ja nur mit Stein kalkuliert haben, habe ich natürlich nicht viele Eisenbahnen produziert. Noch normal Eisen oder was? Diese Eisenerz. Ja, meine ich ja. Ja. Schaut mal, da habe ich zwei so. Das ist ja witzig. Da habe ich zwei so. Ballen dazwischen, die sind komplett anders gesetzt. Wieso eigentlich? Die sind tiefer. Plot, geht das? Ja, das funktioniert eh so. Ich denke mal, das ist dann im Eifer des Gefechts oder wie man das jetzt nennen soll. Ja, aber das stimmt, das Gesamtbild. Aber das ist eigentlich egal. Wie haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 haben wir. 10 Bändel in einer Reihe. Plus drei Dinge, cool. Es ist halt die Frage, wie viel wir brauchen. Ich denke da, keine Ahnung. Ich habe, müsste man, die andere Base funktioniert ja rein auf Fernkampf, ne? Also. Ja, ja, genau. Wo lassen wir den hin? Die lassen wir so hin. So, ich hoffe, jetzt habe ich die richtigen Bauteile mit. Gut, sollte ich vielleicht vorher gucken. Ja, wäre vielleicht intelligenter. So. Okay, warum geht das nicht? Da geht das. Dann machen wir es ab da. Also ich mach mal hier eins mit Stoch rein. Wir müssen es machen. Was fällt jetzt wieder? Nägel. Wieder keine Nägel. Was denn? Du hast hier irgendwie eine Sackgasse gebaut. Wo denn? Du kannst doch einfach die Treppe da raus. Ja klar, aber die Zombies doch nicht. Doch, die Gau laufen auch über Treppen. Die bauen sich eine Treppe. Die sollen aber nicht. Doch klar sollen die das. Doch raus über die Treppe. Die machen da eher, glaube ich, alles kaputt. Richtig. Warum machen denn alles kaputt? Sind die böse? Ich finde, das ist ein... Ja, dann mach, wie du es richtig findest, Lea. Da habe ich nichts dagegen. Vollstes Vertrauen. Da habe ich vollstes Vertrauen. Aber sowas von voll. Voll. Baumstämme fehlen. Okay. Also wenn du irgendwo Tunnels machen willst, mach einfach. Ich habe ja ein paar Treppen reingesetzt. Wenn du meinst, dass das funktioniert mit den Tunnels an den Stellen besser, dann mach's einfach. Irgendwie klingst du beleidigt. Nee, bin ich beleidigt. Nee, der hört sich immer so an, so beleidigt. Das schon gilt nicht, aber sonst ist alles in Ordnung. Nee, ist, also echt. Aber ich mache jetzt die Folge zu Ende. Tschüss. Echt? Das ist jetzt Schluss hier. Schluss hier. Endlich. Mit lustig. Endlich.